neuen Präsidium ernannt mit Herrn Finke an der Spitze und den beiden Herren Eric Bacht und Dr. Christa als Vizepräsident. Damit hoffen wir, dass die Unsicherheiten, die so in den vergangenen Tagen in den Medien immer mal wieder aufgekommen sind, was die Zukunft des Vereins betrifft, entsprechend ausgestaltet zu haben, sodass es jetzt eigentlich nur noch nach vorne gehen kann und soll. Das ist zumindest unsere Vorstellung. Der Aufsichtsrat hat Herrn Finke einstimmig gebeten, doch unserer Bitte nachzukommen. Und ich persönlich bin also auch äußerst dankbar, dass er sich dieser Aufgabe und Verantwortung gestellt hat und hat auch dafür unseren vollen Respekt. Gleichzeitig danken wir aber auch dem ausgeschiedenen Präsidium für die Arbeit, die sie jetzt in letzter Zeit, in der schweren Zeit, die der Verein mitmachen würde, ordentlich und gut geleistet hat. Ich möchte auch ein bisschen die Gelegenheit nutzen, die Vergangenheit zumindest teilweise aufzuarbeiten. Wir wollen uns nicht in den vergangenen Dingen verstricken. Nichtsdestotrotz hat ein jeder, der jetzt zur Kenntnis nimmt, dass ich als Präsident zum SC Paderborn zurückkehre, auch ein Anrecht darauf, warum ich gegangen bin. Es hat im Sommer ja diesen bedauerlichen Abstieg gegeben aus der zweiten Liga, den ich persönlich nicht für möglich gehalten habe. Ich habe diese Situation unterschätzt. Es hat auch in dieser Abstiegssaison so viele negative Einflüsse gegeben, die ich vorher in 18 Jahren nicht erlebt habe. Wenn mir einer vor 5 Jahren erzählt hätte, es gibt dieses Wort Abstiegssog, den hätte ich für verrückt erklärt, weil ich gesagt habe, Sog, den gibt es vielleicht irgendwo im Mittelmeer, wenn der Orkan vorher war, oder es gibt einen Sog, der ist physikalisch zu begründen, aber einen Abstiegssog, den habe ich nie für möglich gehalten. Tatsache ist aber, wenn ein Verein in einer Situation steckt, nach 3 Trainerwechseln, das heißt 2 Wechsel, und wenn sie dann immer noch erfolglos bleiben und innerlich zu 100% von dieser Mannschaft am Anfang der Saison überzeugt waren, dann ist die Enttäuschung natürlich umso größer. Einer Person zuordne, für die ich aber die volle Verantwortung als Präsident übernehme. Und auch damit die volle Verantwortung natürlich für diesen Abstieg trage. Die Älteren unter uns und auch die älteren Fans wissen ja, dass ich seit 19 Jahren diesem Verein vorgestanden habe und dass die Entwicklung dieses Vereins inklusive Stadionneubau, inklusive Leistungszentrum auch ein Teil meiner Arbeit waren und auch die Aufstiege in die zweite Liga, respektive dann auch das eine Jahr in der ersten Liga, für die übernehme ich natürlich auch die Verantwortung. Zu denken, das zeigt die Tabelle. Wir sind in einer extrem gefährlichen Situation. Ich sprach vorhin von dem Wort des Abstiegssogs. Wenn ich mir die letzten Spiele ansehe, sage ich, wir sind bereits in diesem Sog drin. Daher ja auch die Entlassung des bisherigen Cheftrainers, um uns aus diesem negativen Sog zu befreien. Dann bei der Gelegenheit auch Dank an den Interimstrainer, der 2 Spiele uns betreut hat. Wohl wissend, dass es eben nur über die kurze Zeit geht, weil die Auflagen das eben vorgeben. Er konnte nicht weitermachen. Diese Zeit haben wir natürlich genutzt, gemeinsam die Vereinsspitze nach der einen oder anderen Beratschlagung mit mir Umschau zu halten nach einem Trainergespann. Wir haben 54 Trainer gescannt, wenn man das so nennen darf. Und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass der Trainer, den wir Ihnen gleich vorstellen werden, den Sie ja alle schon kennen namentlich, das hat sich schon durch die Prärie das Feuer durchgefressen, also Herr Emmerling wird Cheftrainer und aufgrund der Gespräche mit Herrn Emmerling sind wir sehr überzeugt für diese Situation. Ja, zum einen freue ich mich natürlich, hier zu sein. Ich freue mich
darüber, dass die Wahl auf meine Person getroffen wurde. Und weiß natürlich, ja, um die schwere Aufgabe, logischerweise, das kann sich jeder ausmalen, wer aktuell auf Platz 18 steht, dass das natürlich eine große Herausforderung ist, in dieser Saison jetzt in einer brutal engen Liga. Das ist aber eigentlich jedes Jahr, soweit ich zurückblicken kann. Die dritte Liga ist immer brutal eng, ein, zwei Siege bzw. ein, zwei Niederlagen können schon dazu führen, dass man einige Plätze gut macht oder einige Plätze dann nach unten wandert. Wir haben viele Gespräche geführt, sehr intensive Gespräche. Es kam dann doch zu einer recht schnellen Entscheidung. Und dann war die Frage auch, macht man diesen Schnitt sofort oder wartet man noch die zwei Spiele ab und startet dann ab Januar mit einem komplett neuen Team dann in die Wintervorbereitung und startet dann mit dem Spiel gegen Duisburg. Das kam für uns alle nicht in Frage. Wir waren alle der gleichen Meinung, dass wir da keine Zeit verschwenden wollten und wir wollen uns auch sofort einen Einblick verschaffen, was die Mannschaft imstande ist zu leisten. Werden uns in den zwei Spielen dann auch einen Überblick verschaffen, was den Kader angeht. Und klar ist, die Mannschaft ist gefordert, wir sind gefordert. Und gerade in dem Spiel jetzt gegen Münster, beziehungsweise danach gegen Osnabrück, geht es darum, so viele Punkte wie möglich zu holen.